In diesem Video möchte ich eine Aufgabe vorstellen, in der wir den Energieerhaltungssatz und den Impulserhaltungssatz anwenden werden. Und zwar soll es um das sogenannte ballistische Pendel gehen. Das ist etwas, was tatsächlich verwendet wird. Ich habe mir jetzt aber eine Situation überlegt, die dann mit Spielzeugen auch funktionieren würde. Also eigentlich jetzt ein ballistisches Pendel für echte Schusswaffen gedacht. Ich habe mich jetzt hier für eine Spielzeugpistole entschieden. Man kennt das vielleicht, man zieht jetzt irgendwie an einem Stift hier raus, dann wird eine Feder zusammen gedruckt und hier hat man jetzt so einen Pfeil mit so einem Saugspitze, die mit etwas Glück auf glatten Oberflächen haften bleibt. Bei einem traditionellen ballistischen Pendel hätte man jetzt hier eine Schusswaffe und die würde man jetzt auf so ein Pendel abfeuern, also auf ein Stück Gummi oder Wachs oder was auch immer, etwas, wo ein Geschoss drin stecken bleiben konnte. Und hier in dieser Situation wird unser Geschoss einfach hier darauf haften. Das würde dann, nachdem man jetzt abgefeuert hat, dann so aussehen. Die Feder zieht sich wieder auseinander, beschleunigt unseren Pfeil, der trifft auf den Klotz. Und beide zusammen, dass sozusagen hier so eine Schaukel ist, bewegen sich nach rechts und werden gleichzeitig angehoben aufgrund dieser Verbindungsstücke. So, nun ein paar Daten, damit wir jetzt auch etwas rechnen können. Die Zahlen habe ich mir jetzt total ausgedacht. Es kann sein, dass es in der Praxis etwas unrealistisch ist. Da habe ich mir jetzt bei den Zahlenwerten ehrlich gesagt nicht so viel Mühe gegeben. Es geht auch um das Prinzip und nicht um eine echte, konkrete Fragestellung. Also ich habe mir jetzt überlegt, dass man diesen Stift um 5 cm nach hinten verschiebt. Damit würde man die Feder um 5 cm verkürzen. Und bei der ganzen Sache wurde unser ballistisches Pendel um 2 cm angehoben. Dann habe ich mir jetzt überlegt, dass so ein Geschoss vielleicht 50 Gramm an Masse haben könnte. Dieser Wert dürfte vielleicht etwas groß sein, weiß ich nicht so genau. Und das ballistische Pendel, das soll jetzt nur dieses Stück da sein, das habe ich jetzt auf 200 Gramm gesetzt. Und zu dieser Situation möchte ich mir jetzt folgende Frage stellen. Welchen Wert hat jetzt hier die Federhärte D, die sich in dieser Spielzeugpistole befindet? So, wenn ich so eine Aufgabe sehe, überlege ich mir jetzt einfach so einen Fahrplan. Wie könnte ich jetzt vorgehen? Und hier ist meine Idee, wir gehen jetzt einfach die Situation chronologisch durch. Also das Erste, was wir haben bei unserer Überlegung, ist folgende Energiebetrachtung. Wir haben jetzt Energie, die wir jetzt in der Feder gespeichert haben. Und diese Energie, wenn wir das hier abfeuern, wird in kinetische Energie des Geschosses umgewandelt. Und dann gehen wir einfach davon aus, dass die gesamte Spannenergie in die kinetische Energie hier reinfließt. Natürlich wird es irgendwie in der echten Welt da Wärmeverluste geben, aber wir tun so, als ob wir jetzt die gesamte Energie da reinkriegen könnten. Ich glaube, es wird auch in der Realität ziemlich genau alles da rein auch gehen. So, als Zweites wird die kinetische Energie des Geschosses, wenn wir auf unseren ballistisches Pendel drauf treffen, in die kinetische Energie des Geschosses plus die kinetische Energie von dem Pendel plus Wärme umgewandelt. Diesmal spielt die Wärme eine Rolle. Der Grund ist, hier findet ein inelastischer Stoß statt, sodass wir nicht nur die kinetische Energie betrachten können. Bei inelastischen Stößen haben wir immer eine Wärmebetrachtung. Die neue kinetische Energie von dem Geschoss habe ich jetzt hier mit einem E'
bezeichnet. So, da wir jetzt eine Wärmeenergie haben und aus den Daten, die wir in der Aufgabe haben, keine Möglichkeit mehr haben, die Wärmeenergie zu berechnen. Uns fehlen einfach die Temperaturen und irgendwie die spezifischen Wärmekapazitäten von den beteiligten Körpern. Müssen wir jetzt überlegen, welche Informationen wir noch aus dieser Aufgabe bekommen können. Und das steht eigentlich schon hier, ein inelastischer Stoß, das schreit schon nach dem Impulserhaltungssatz. Und zwar, wenn wir jetzt den Impuls von dem Geschoss und den Impuls von dem Pendel addieren, und das sind jetzt die Impulse, bevor wir jetzt hier aneinander haften, muss die Summe nach dem Impulserhaltungssatz der Summe der Impulse nach dem inelastischen Stoß entsprechen, und die neuen Impulse werden hier mit diesem Strich angedeutet. Das bedeutet, aus dieser Gleichung werden wir in der Lage sein, irgendwie das Ganze nach der Geschwindigkeit von dem Geschoss umzustellen. Der Trick an dieser Stelle ist, dass der Impuls des Pendels am Anfang 0 ist, weil sich das Pendel ja nicht bewegt. So, da wir jetzt einen inelastischen Stoß haben, bewegen sich sowohl das Pendel als auch unser Geschoss mit der gleichen Geschwindigkeit. Auch das wird es die Situation vereinfachen. Also, was wir an dieser Stelle brauchen werden, ist die Geschwindigkeit von dem Pendel und von dem Geschoss zusammen, nachdem sie aneinander haften. Und hier wiederum können wir eine Energiebetrachtung machen. Es gilt nämlich Folgendes. Die neue kinetische Energie von dem Geschoss plus die kinetische Energie des Pendels, diese wird in die Höhenenergie umgewandelt, und zwar in die Höhenenergie des Geschosses plus die Höhenenergie des Pendels, weil ja beide angehoben werden, und dann bleibt das Ganze hier für einen Augenblick sozusagen stehen. Da steckt jetzt die ganze kinetische Energie von diesem System. Diese wird in die Höhenenergie umgewandelt. Das bedeutet, wenn wir jetzt die Höhenenergie berechnen, das muss ja möglich sein, weil wir ja die Höhe kennen, die Massen kennen wir und auch den Ortsfaktor. Daraus können wir also eine Gleichung aufstellen, mit deren Hilfe wir die Geschwindigkeit von diesem System direkt nach dem inelastischen Stoß berechnen können. Nachdem wir jetzt diese Geschwindigkeit berechnet haben, können wir diese hier auf dieser rechten Seite der Gleichung einsetzen, damit den Impuls des Geschosses ausrechnen. Da die Masse bekannt ist, können wir damit auch die Geschwindigkeit des Geschosses ausrechnen. Wenn wir die Geschwindigkeit von dem Geschoss haben, können wir auch seine ursprüngliche kinetische Energie ausrechnen. Und wenn wir das haben, gehen wir nochmal hier auch einen Schritt zurück. Die Spannenergie wurde in kinetische Energie umgewandelt. Das bedeutet, wenn wir die Spannenergie und die kinetische Energie gleichsetzen, bekommen wir die Spannenergie, und mit Hilfe der Formel für die Spannenergie kommen wir auf unsere Federhärte. Was die physikalische Überlegung angeht, sind wir im Prinzip fertig. Und was wir jetzt machen müssen, ist das, was wir uns überlegt haben, mathematisch umzusetzen. Wir gehen also unseren Gedankenweg rückwärts und wollen zuerst die Höhenenergie des Systems berechnen. Diese setzt sich zusammen aus der Höhenenergie des Geschosses und der Höhenenergie des Pendels. Bei dem Geschoss gilt die Masse des Pendels multipliziert mit dem Ortsfaktor, multipliziert mit der Höhe. Und für das ballistische Pendel, die Höhenenergie, berechnen wir, indem wir die Masse des Pendels mit dem Ortsfaktor und der Höhe multiplizieren. An dieser Stelle würde ich gerne ein paar Tipps zu dem Umgang mit dem Taschenrechner geben, damit wir solche Aufgaben relativ effizient lösen können.
So, wir speichern einfach alle Werte, die in der Aufgabe vorkommen, als Variablen. Dann können wir einfach über die Namen dieser Variablen auf die Werte zugreifen. Das ist in vielen Fällen deutlich praktischer. Die Syntax lautet dann, also hier MG steht für die Masse des Geschosses, Doppelpunkt gleich, definiert jetzt sozusagen diese Variable und weist dieser Variable den Wert 0,05 zu 0,05, weil die Masse jetzt in Kilogramm da stehen soll. 50 Gramm sind 0,05 Kilogramm. Entsprechend MP steht für die Masse des Pendels, 0,02 Kilogramm. H ist die Höhe, um die das Ganze angehoben wird. Und G der Ortsfaktor. Übrigens funktioniert das Ganze auch mit GeoGebra. Man kann auch da Variablen definieren. Da verzichtet man aber bei der Definition auf diesen Doppelpunkt. Also die Syntax wäre dann MG gleich 0,05. So, nun wollen wir die Höhenenergie berechnen und damit wir später auf diesen Wert auch bequem zugreifen können, speichere ich diesen Wert auch als Variable E Höhe. So, dann Doppelpunkt gleich. So, länger gedruckt halten. So. Doppelpunkt gleich. Und wir haben dann die Höhenenergie von dem Geschoss. Mg mal G mal H. Plus die Höhenenergie des Pendels, also MP mal G mal H. So, Eingabe. Das ist also die Höhenenergie, die wir in diesem System gespeichert haben, 0,04905 Joule. Wir erhalten also den Wert von 0,04905 Joule. Als nächstes soll es darum gehen, die Geschwindigkeit des Systems nach dem inelastischen Stoß zu bestimmen und dazu verwenden wir die kinetische Energie von dem System nach dem inelastischen Stoß, diese setzt sich aus zwei kinetischen Energien zusammen. Das ist jetzt einmal die kinetische Energie des Geschosses nach dem inelastischen Stoß, angedeutet mit der Geschwindigkeit, die jetzt hier als U steht, plus die kinetische Energie des ballistischen Pendels. Diese setzt sich ja ähnlich wie die hier zusammen aus 1/2 mal Masse des Pendels mal U Quadrat. Was wir nun machen können, wir haben jetzt vieles, was sich hier doppelt und können mit dem Distributivgesetz hier einiges zusammenfassen. Und zwar 1/2 und jetzt in Klammern die beiden Massen summiert, multipliziert mit u Quadrat. Und jetzt haben wir uns überlegt, dass nach dem Stoß die kinetische Energie des Systems wird ja in die Höhenenergie umgewandelt, sodass das, was hier steht, auch der Höhenenergie entspricht. Und damit wir es nicht vergessen, wofür steht nochmal das U? Das ist die Geschwindigkeit nach dem inelastischen Stoß. Diese Gleichung hier müssen wir nun nach U umformen. Was ist zu tun? Wir müssen beide Seiten der Gleichung mit 1/2 durch 1/2 teilen, also mit 2 multiplizieren, dann verschwindet dieses 1/2. Was vor dem U-Quadrat noch steht, ist das, was hier in der Klammer steht. Wir müssen also die beiden Seiten der Gleichung durch die Summe der Massen teilen und erhalten, dass das Quadrat der Geschwindigkeit nach dem inelastischen Stoß die
Höhenenergie mal 2 geteilt durch die Summe beider Massen ist. Wenn wir jetzt nur die Geschwindigkeit haben wollen, müssen wir natürlich auf beiden Seiten die Wurzel ziehen. Auch auf diesen Wert wollen wir später zugreifen können. Also U Doppelpunkt gleich. So, was haben wir jetzt gesagt? Die Wurzel aus 2 mal E Höhe. Die Höhe haben wir jetzt als Variable, also die Höhenenergie haben wir als Variable gespeichert. Und nun geteilt durch die Summe beider Massen. Also mg plus mp. So, Eingabe. Das ist jetzt also die Geschwindigkeit vor dem inelastischen Stoß. Die Geschwindigkeit nach dem inelastischen Stoß beträgt ungefähr 0,626 Meter pro Sekunde. Wenn wir das jetzt haben, können wir mit Hilfe des Impulserhaltungssatzes an die Geschwindigkeit des Geschosses vor dem inelastischen Stoß kommen. Dazu notieren wir einmal den Impuls von dem, also die Summe der Impulse vor dem inelastischen Stoß. Das ist jetzt einmal die Geschwindigkeit von dem Pendel multipliziert mit der Masse des Pendels plus die Geschwindigkeit des Geschosses multipliziert mit der Masse des Geschosses. Das Schöne an dieser Stelle ist, da die Geschwindigkeit des Pendels vor dem Stoß 0 beträgt, ist das ganze Produkt hier auch 0. So, Impulserhaltungssatz besagt, dass die Summe der Impulse nach dem Stoß den gleichen Wert hat als die Summe danach. So, und die Summe der Impulse nach dem Stoß ist einfach die Summe beider Massen multipliziert mit der neuen Geschwindigkeit. Wir können das hier so hinschreiben, weil die Geschwindigkeit des Pendels und die Geschwindigkeit des Geschosses nach dem inelastischen Stoß denselben Wert haben. So, nun wollen wir das Ganze nach V-Geschoss umformen. Alles, was wir machen müssen, ist die beiden Seiten der Gleichung durch die Masse des Geschosses zu dividieren. So, wir wollen also die Geschwindigkeit des Geschosses berechnen. Kürzen wir es als Vg ab. Und auch hier Doppelpunkt gleich. Okay. Die Summe beider Massen mal U geteilt durch die Masse des Geschosses. Also Klammer auf. Mg plus mp. Multipliziert mit U. Geteilt durch die Masse des Geschosses. So, Eingabe. Das ist also die Geschwindigkeit des Geschosses vor dem inelastischen Stoß in Metern pro Sekunde. Die Geschwindigkeit des Geschosses vor dem Stoß liegt also bei 3,13 Metern pro Sekunde. So, der letzte Schritt ist jetzt die Betrachtung der Spannenergie. Also ½ die Federhärte mal die Strecke, um die wir jetzt die Feder zusammengedruckt bzw. auseinandergezogen haben. Das ist jetzt hier die Spannenergie. Diese muss ja der kinetischen Energie des Geschosses entsprechen. Wir gehen ja davon aus, dass an dieser Stelle einfach keine Wärmeverluste
stattfinden. Wir wollen das Ganze nach D umformen. Das bedeutet, wir multiplizieren beide Seiten der Gleichung mit 2. Dann verschwindet hier 1/2 und da 1/2. Und dann teilen wir die beiden Seiten der Gleichung durch s² und erhalten dann D ist gleich die Masse des Geschosses multipliziert mit der Geschwindigkeit des Geschosses zum Quadrat, dividiert durch die Strecke, um die wir jetzt die Feder in diesem Fall zusammengedruckt haben. Also kommen wir jetzt zu der letzten Rechnung. Wir brauchen diesen Wert wahrscheinlich nicht mehr als Variable, machen es aber trotzdem. Also D Doppelpunkt gleich. Und nun die Masse des Geschosses multipliziert mit der Geschwindigkeit des Geschosses zum Quadrat geteilt durch die Strecke zum Quadrat. Also Masse des Geschosses multipliziert mit Vg. Zum Quadrat geteilt durch. So, nun habe ich diese Strecke von 0,05 Metern nicht vordefiniert. Wäre vielleicht schöner, es zuvor gemacht zu haben. Also war 0,05 Meter, das ist jetzt die Strecke, um die wir jetzt die Feder zusammengedruckt haben. Diese sollte quadriert werden. So, Eingabe. Und das ist jetzt die Federhärte in Newton pro Meter. Die Federhärte in diesem Beispiel beträgt also 196,2 Newton pro Meter.